Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trendsim wird 4, Folge 97. Der Danny spielt das hier zusammen auf dem PC. Ich habe heute mal wieder ein kleines Experiment mit euch vor. Ich bin gespannt, ob das überhaupt klappt. Wir befinden uns auf jeden Fall hier auf der Strecke München-Augsburg, genauer gesagt in Augsburg Hauptbahnhof. Und ihr seht hier schon meinen Zug. Metropolitan. Ich habe heute vor, mit euch zusammen eine BR111 Doppeltraktion und diesen IC, der bunten IC zu ziehen. Ob das überhaupt klappt, bin ich noch ein bisschen stutzig. Es ist schon echt ein langer Zug und ja, ich bin echt gespannt, ob wir damit überhaupt vorwärts kommen, ob wir bremsen können und so weiter. Wie gesagt, das Ganze wird sich zeigen. Ihr seid dabei. Herzlich willkommen zu diesem neuen Experiment. Verrücktem Experiment, möchte ich sagen, hier auf meinem Kanal. Und ja, ich würde sagen, wir machen ein kleines Foto und dann beginnen wir mit dem Ganzen. Ich würde sagen, wir steigen ein, öffnen die Türen, wenn wir das überhaupt können, dass es nicht wieder ein Problem gibt. Schauen wir mal. So, steigen wir ein. Das auf eine Route legen. Die Spitzenlichter müssen wir natürlich. Genau, Zug, Spitzensignale. So, dann hinsetzen. Das ist soweit. Wir müssen die Tür noch öffnen. So. Genau, dann öffnen wir mal die Türen, wenn es überhaupt möglich ist. Denke schon. Schon hier ein bisschen. Dann machen wir Zugbeleuchtung auf ein. Ein. Schleuderschutz, Bremse lösen. Zack. Zack. So. Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, ob die Türen überhaupt geöffnet wurden. Das ist der Fall, so wie es aussieht. Wunderschön, zumindest an dem Wagen. Hier natürlich wieder nicht und an den. Auch nicht, das ist natürlich immer prickelnd. Dann machen wir das halt selber mal. Zumindest ein paar. So. So, in der Welt können wir jetzt schon mal eine Route legen. Route setzen ist nach Möglichkeit nach München. Das sieht doch gut aus. Wir haben auch grün, das heißt, wir schließen schnell die Türen, dass wir hier abfahren können. So, die werden alle geschlossen, wunderbar. Das heißt, wir können abfahren. Lösen die Bremse. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ob wir überhaupt abfahren können. Das ist schon ziemliches Gewicht, was wir da hinten dran haben für die 111. Deswegen auch Doppeltraktion. Aber es sieht gut aus. Ah, es sind ein paar Funken natürlich. Klar, logisch. Ach, um Gottes Willen. Hier eben anhalten. Ich habe noch was Wichtiges vergessen. Nicht die Zugsicherungssysteme. Gottes Willen. So, jetzt aber. Das heißt, wir lösen die Bremse wieder. Und dann können wir losziehen. Befreien. Sie fahren.
Das scheint zu funktionieren. Wunderschön, wunderschön. Upsa, das war jetzt los. Mein Gott, jetzt, sorry, das war keine Absicht. So, 60 fürs Erste. So, das scheint fürs erste Mal zu funktionieren. Für schon 150, das werden wir wahrscheinlich gar nicht schaffen mit dem hier. IC-Lockersatz. Wunderbar, wunderbar. Schnell ein Foto. So, geschwindigkeitsmäßig sind wir sowieso erstmal safe. 230 schaffen wir sowieso nicht. Schauen wir mal, wir mit unserem IC-Lockersatz bis nach München kommen. Ihr erinnert euch, ich hatte das ja eigentlich schon im letzten Video vor, aber das ließ sich leider nicht realisieren. Dann habe ich diesmal einfach anders gemacht, einfach Fahrplan, Modus zu Fuß und habe den Zug dann selber zusammengestellt. Es funktioniert ganz gut, einfach Doppeltraktion nehmen und schon reicht das. Kräftemäßig auf jeden Fall schon mal zum Ziehen. Ihr seht, wir erreichen ohne Probleme die Geschwindigkeit. Also das ist jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie Mühe haben. So, das können wir aufschalten. Wunderschön, wunderschön.
So, 160 hatte ja Zulassung. Ist das jetzt die größte zulässige oder die maximale? Größte, aha, okay. Er kann mehr, er darf aber nicht mehr. Alles klar. Wir fahren aber trotzdem mehr. Schauen wir mal, was die Kiste hergibt. Ja, das ist nämlich das Problem bei der PZB. Wir dürfen nicht schneller als 160 fahren. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Das war jetzt mein Fehler. Klar, wir dürfen 160 ab. Alles, was darüber geht, ist die PZB nicht vorausgelegt. Da müssen wir halt die Geschwindigkeit bei 160 halten. Ist auch kein Problem. LZB hat die Lok natürlich nicht, klar, logisch. Aber ich denke, das ist auch kein Problem. Das sieht doch ganz gut aus, dass wir die Geschwindigkeit hier bei der Fahrstufe 21 so ungefähr halten können. 159, ich denke, das reicht. Wunderschön. Also ihr seht, Zugverbandseditor ist alles möglich. Da kann ich die verrücktesten Züge zusammenstellen. Wunderschön, wunderschön. Schade, dass hier gerade so wenig Verkehr unterwegs ist, aber vielleicht kommt das ja noch. So, schalt mal wieder ein bisschen auf hier. Und jetzt noch 40 Kilometer bis in München am Bahnhof, Gleis 15. Auslaufen.
weiß gar nicht, waren die 111 damals wirklich an einem IC eingesetzt? Würde mich jetzt echt mal interessieren. Also möglich ist es ja. Doppeltraktion, und dann kann der ohne weiteres einen IC ziehen. Warum auch nicht? Also Kraft hat die ja. Das wäre nicht das Problem. Also das Szenario hat den Namen IC mit Lokersatz. Ich denke, das ist eigentlich ganz passend. Also nur wie gesagt, schade, dass jetzt gerade so wenig KI-Verkehr hier unterwegs ist. So früh am Morgen. Des 5. April 2024. Auf genau 4 Tage beginnt endlich meine Tour wieder los. Tourauftakt zur Spotting Day Tour Saison 2024. In Dresden Hauptbahnhof. Freue mich tierisch. Und ihr habt es vielleicht schon gesehen in meinem Ankündigungsvideo, den Release zur Semmeringbahn, Preis 35,99 € Originalpreis ab dem 11. April 2024, sprich kommenden Donnerstag, gibt es das Ganze zum Vorbestellen für einen Rabatt von 10%, allerdings nur für alle Steam-Spieler. Die Konsolenspieler gucken da so ein bisschen in die Röhre, was ich schade finde, aber es ist leider nicht zu ändern. Wie gesagt, das Ganze gibt es vorzubestellen ab dem 11. April, sprich kommenden Donnerstag 2024, zu einem Vorbestellerpreis von 10%. Und veröffentlicht wird das neue DLC Semmering-Mürzzuschlag zusammen mit der ÖBB 1116 Taurus am 18. April 2024, sprich Donnerstag in einer Woche. Ihr kennt das wahrscheinlich wieder, 18 Uhr, 19 Uhr mitteleuropäische Zeit. Also wundert euch nicht, wenn das ganze IBI den ganzen Tag nicht auftaucht. Es wird irgendwann zwischen 18 und 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit veröffentlicht. So, wenn wir keine 101 übrig haben und die 193 im Güterverkehr eingebunden sind, da muss man halt kreativ werden bei der Deutschen Bahn. Und ja, in diesem Fall wurden es dann zwei BR 111. Natürlich immer der Mist, wenn der ab einem gewissen Punkt fängt er dann an, beziehungsweise fängt die PZB an zu meckern. Jetzt ein bisschen aufpassen, weil das auch bergab geht, dass ich da nicht zu schnell werde. Ich glaube, ab 166 gibt es dann die Probleme. Was ändern, das wäre aber cool. Winkelscherben, was war da? München, ne, Grafing, Zollring, Trudering. Ne, wir brauchen München. Bist du nicht hin, ne?
Hauptbahnhof. Dortmund, Köln, nein, ich will München haben. Leipzig. Hackerbrücke, nein, noch nicht. Augsburg. München HBF. Da war es doch. Ein bisschen bremsen. So. KI-Verkehr, zumindest steht er da in Form von Quitschi. Sehr, sehr schön. Immerhin schon mal ein bisschen etwas Vollmaterial hier. Nicht einsteigen. Ach, schade. Egal, lassen wir das. So, ich würde sagen, wir lassen es jetzt mal hier so ein bisschen rollen, weil das andere hat, glaube ich, jetzt keinen Sinn. 150 ist jetzt auch nicht verkehrt, man muss ja nicht unbedingt 160 sein. Bevor wir wieder Ärger mit der PZB bekommen, würde ich sagen, bleiben wir jetzt mal dabei. Schalten wir mal wieder ein bisschen auf, dass nicht zu langsam werden. Da steht auch KI-Verkehr. Oder fährt sogar Quitschi so langsam. Werden sie aktiv hier? Wir haben auch schon viele vor 6. Also. Da kommt auch was. Das sieht aus wie Nahverkehr. Ja, RE, das war glaube ich auch 111 mit ihr. Dostos, wenn ich mich nicht ganz verguckt habe. Das ist wieder was. Quitschi, also so langsam kommt es ja hier. Sehr schön. Foto. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, gleich noch 160. Lass mal ein bisschen auslaufen. So, passt das? Nur
sind wir gleich mit unserem IC-Lok-Ersatz in München. Auch mal eine ungewöhnliche Zusammenstellung, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, Doppeltraktion BR111 an einem IC sieht man jetzt auch nicht unbedingt täglich, aber hier im TSW ist alles möglich. Und genau das macht das Spiel ja auch aus, finde ich, diese Möglichkeiten, die hier einfach, diese verschiedenen, vielfältigen Möglichkeiten, die man hier eigentlich einfach ausnutzen kann, finde ich persönlich richtig schön. Man ist hier nicht an vorgegebenen Sachen gebunden, sondern kann sich wirklich hier austoben, der Kreativität freien Lauf lassen. Im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten natürlich, aber ja, auch da sind sehr viele kreative Ideen möglich, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir haben eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 130. Sollten uns dann gleich mal hinbegeben. Das heißt, wir lassen hier schon mal ein bisschen die Fahrstufe nach unten laufen, bremsen da gleich ab. So, das Ganze mal auf Null, beziehungsweise Fahrschalter aus. Das hier haben wir ja noch 2,5 Kilometer, bis wir da sein müssen. Entweder erledigt das die Schwerkraft oder beziehungsweise der Rollwiderstand, weil wir ja bergauf fahren, oder wir müssen gleich ein bisschen nachhelfen. Schauen wir mal. Wieder ein Quitschi, oder ist das ja Quitschi. Hier eine Ausfahrt. So, ich glaube, ich mal ein bisschen. Dann haben wir das auch geschafft. Wunderbar. Aufpassen hier, Signalkunde betreiben, ich will nicht irgendwo reinrasen. Ah, ICE, geil, jetzt kommt so langsam der Fan, der KI-Verkehr. Der 7 Kilometer noch, jetzt wird es gleich wieder ein bisschen tricky. Gleich ein bisschen aufpassen hier, GZB und so weiter. Dass wir das wohl gut hinbekommen werden. Gleich. Das heißt, damit auch gleich ein quittierpflichtiges Hauptsignal kommen. Wir dann mindestens unter 80, unter 85 sein sollen. Wir müssen sogar. Nicht sollen. Wir sollen auch, aber müssen.
wir erstmal nichts anbrennen. Ich würde es jetzt gleich auch noch anzurechnen, kurz vor Schluss. Würde mich nicht wundern. So, wir gehen runter auf 60. Ruhig. Dann 40, das ist die berühmte Einfahrt hier in München. 60, 40, 30. Das sind die drei bekannten Geschwindigkeitsbeschränkungen, die jetzt hier gleich aufeinander folgen. Rein. Da kommt die nächste quotierpflichtiges Signal und zwar gleich unter 40. So, 40, dann gleich 30. Ist der Nebel wieder weg anscheinend? So, ein bisschen Leistung muss man schon noch haben, weil der Bahnhof ist noch nicht hier, noch ein paar Meter. So, da kommt doch bestimmt auch gleich der 500 Hertz Magnet. Wenn wir auf Gleis 15 einfahren und kurz vor 6 in der Frühe.
Oh, dort steht auch ein Fernzug. ICE3 dürfte das sein. Wunderschön. Wunderbar, Ziel erfüllt. Sehr, sehr schön. Dann können wir hier die Türen öffnen. Und zwar auf der rechten Seite, genau. Ne, öffnen, so. Können wir mal aussteigen. Weil der hat wahrscheinlich eh nicht alle Türen geöffnet. Ja, diesen Wagen öffnet der, alle anderen nicht. Warum auch immer. Aber das kennt man ja nicht anders. So, ich werde jetzt aber nicht nach ganz hinten laufen. Ich glaube, da hinten öffnen wir sie auch noch und dann war's das. So, das war also unsere Fahrt mit dem ICE-Lokersatz in Form von Doppeltraktion BR111. Ich würde sagen, die Fahrt hat wunderbar geklappt, überhaupt keine Probleme. Auch mit dem Beschleunigen, mit dem Bremsen, das hat super geklappt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sind doch zwei echte Kraftpakete, muss man hier wirklich mal sagen. Ja, das war's auf jeden Fall hier mit unserer Fahrt von Augsburg Hauptbahnhof bis nach München Hauptbahnhof. Hier soll um 6 Uhr irgendwas oder ja, der IC 619, ICE 613 oder was da steht, 619 einfahren. Ja, das heißt, wir müssen hier gleich wieder raus. Das wird der Kollege von uns machen. Wir auf jeden Fall haben unsere Fahrt erfolgreich beendet, würde ich mal sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann macht ihr immer gar nichts. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Habt ein schönes Wochenende. Ich für meinen Teil habe Urlaub. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Danny Spitters. Haut rein. Ciao. Servus und Tschüss. Bye, bye.